Heute zeige ich, wie ich Mispelkonfitüre zubereite. Dabei dient mir die Cook for Me heute als klassischer Kochtopfersatz. Wir mögen diese Mispelkonfitüre ganz einfach auf Brot oder auf Palatschinken oder auch als Füllung für Bratäpfel. Die Mispeln werden gründlich gewaschen, aussortiert, denn nur die ganz reifen, weichen Früchte werden verwendet. Die Blüte und der Stielansatz werden jeweils entfernt. Die Früchte brauchen nicht halbiert oder zerkleinert werden. Über die manuelle Einstellung, klassisches Garen, Braten, wird der Topf erhitzt. Die Früchte werden in den Topf gegeben. Puderzucker wird zugegeben und gut untergerührt. Und der Saft einer Zitrone wird zugegossen. Unter ständigem Rühren kocht die Mispelmasse. Nach Belieben können die Früchte auch mit dem Holzlöffel etwas zerdrückt werden. Mispeln sind angeblich nach dem ersten Frost geerntet am besten. Muschmuller, also Mispeln, können zu Mousse, Kompott, Konfitüre, Saft oder zu Likör verarbeitet werden. Je
Jeden Sonntag zeige ich Rezepte aus unserer Facebook-Gruppe, Rezepte aus Kroatien und dem ehemaligen Jugoslawien und Nachbarländer und Rezepte von Freunden und aus der Familie. Klassisch und manchmal auch modern umgesetzt. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und ich habe dir ein wenig den Mund wässrig gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn ich Geheimnisse aus meiner Küche zeige. Liebe Grüße, eure Jana.